Laut einer Studie von Microsoft hat sich unsere Aufmerksamkeitsspanne in den letzten Jahren von 12 Sekunden auf 8 Sekunden verringert und sei damit schlechter als die von einem Goldfisch. Wie zur Hölle soll man da noch konzentriert lernen? Darum geht's in diesem Video. Moin, willkommen zurück. Ich bin Janis, eigentlich Arzt, aber hier auf dem Kanal geht es um Lerntipps fürs Medizinstudium und für alle anderen Studierenden. Bei dieser Goldfischstudie ist Microsoft, obwohl sie oft zitiert wurde, wohl auf einen Fake hereingefallen. Also sowohl wir Menschen als auch der arme Goldfisch kann tatsächlich mehr als das. Aber wir kennen das Gefühl, beim Lernen leicht abgelenkt zu werden oder gar nicht erst damit anzufangen und zu prokrastinieren. Unser Gehirn hat begrenzte mentale Ressourcen und Willenskraft und sich darauf zu konzentrieren, dass man sich konzentrieren sollte, das kann anstrengend und erschöpfend sein. Also kann man diese Aufgabe vielleicht outsourcen und alles optimieren, um seine Konzentration stattdessen zumindest eine Zeit lang voll auf das Lernen zu richten? Schon vor 40 Jahren hat der italienische Student Francesco Cirillo eine ganz clevere Lösung dafür gefunden. Eigentlich hatte er ganz ähnliche Probleme wie wir, musste auch lernen, hat wahrscheinlich auch prokrastiniert, sich in der Küche umgeguckt und dabei fiel sein Blick auf den etwas hässlichen Küchentimer, den seine Mutter geschenkt hat. Kochen konnte er nicht besonders gut, aber trotzdem war das ein magischer Moment, denn er hat den Timer mit ein paar Regeln, die er sich dazu ausgedacht hat, fürs Lernen genutzt und so war die Pomodoro-Technik geboren. So hat er selber sein Studium gemeistert und ein Buch über diese Technik geschrieben und sie weltweit populär gemacht. Genau so war das wohl damals. Und der Name Pomodoro kommt übrigens von diesem wunderbaren italienischen Küchentimer. Pomodoro heißt auf Italienisch Tomate. Diese Pomodoro-Technik lässt sich in 5 Punkte wunderbar zusammenfassen. Dazu braucht man nicht das ganze Buch zu lesen. Lasst uns gucken, wie sie funktioniert, warum sie funktioniert und wie wir die wissenschaftlichen Erkenntnisse der letzten knapp 40 Jahre anwenden können, um sie noch weiter zu verbessern. Die 5 Schritte sind: erstens die Aufgabe definieren, mit der man sich aktuell beschäftigen will. Zweitens sich einen Timer stellen und zwar auf 25 Minuten. Drittens diese 25 Minuten absolut konzentriert arbeiten und dabei keine Ablenkung erlauben. Viertens, wenn der Timer klingelt, 5 Minuten Pause machen. Und fünftens, nach 4 solchen Lerneinheiten, der Schritte 1 bis 4, die man jeweils eine Pomodoro nennt, dann eine längere Pause machen von zum Beispiel 30 Minuten. Und dann geht das Ganze wieder von vorne los. So simpel ist das Pomodoro-Konzept. Ganz wichtige Regeln von dem Francesco Cirillo dabei sind, dass keine Ablenkungen erlaubt sind und dass die Pausen unbedingt eingehalten werden müssen. Jetzt befürchten bestimmt einige von euch, dass diese Technik doch relativ steif und inflexibel klingt und dass einem das so dieses notwendige Freiheitsgefühl im Lernalltag nehmen kann. Das waren zumindest meine ersten Gedanken, als ich das damals im Studium entdeckt habe. Aber tatsächlich ist es letztendlich für mich eher das Gegenteil. Nämlich ist es auch eine gewisse Unfreiheit, wenn wir immer unserem eigenen Gehirn zum Opfer fallen und uns von allem Möglichen ablenken lassen und prokrastinieren und deshalb gar nicht erst mit dem Lernen anfangen. Ja, das ist sozusagen eine nicht funktionierende Maschine, während wenn man es mit der Pomodoro-Technik schafft, deutlich weniger sich ablenken zu lassen und einfach schneller und besser durch den Stoff durchzukommen. Und dann ist man stattdessen eine Maschine, die funktioniert. Also gibt es eigentlich einen zusätzlichen Grad an Freiheit, insbesondere dadurch, dass man tatsächlich das erledigt kriegt, was man machen will und am Ende des Tages dann früher aufhören kann und früher Freizeit und damit dann Freiheit hat. Und man muss sich natürlich nicht religiös dran halten. An manchen Tagen, wenn ich keine Lust drauf habe, die Pomodoro-Technik zu verwenden, dann mache ich es auch nicht, aber an den meisten Tagen wende ich es letztendlich an. Okay, aber jetzt zum Upgrade der Technik. Was sagt uns die Wissenschaft, warum die einzelnen Schritte überhaupt funktionieren und wie wir sie vielleicht noch weiter optimieren können? Der erste Schritt, die Aufgabe festzulegen, mit der man sich in den 25 Minuten beschäftigen will, hilft ganz entscheidend gegen Prokrastination. Prokrastination hat viele verschiedene Ursachen, aber eine ganz große davon ist häufig, dass ein Thema, von dem wir zwar wissen, dass wir uns damit beschäftigen müssen, uns aber viel zu groß vorkommt und wir gar nicht so richtig wissen, wo wir damit anfangen sollen und es deswegen einfach gar nicht erst beginnen. Wenn man so ein großes Thema jetzt runterbricht in mehrere kleine Einheiten, also 25 Minuten Einheiten, dann ist das etwas viel greifbareres, sich 25 Minuten mit einem kleinen Unterteil von etwas zu beschäftigen. Das ist viel einfacher, das kann man leichter angehen und dann hat man auch weniger Tendenz zu prokrastinieren. Da spielt auch ein psychologisches Phänomen mit hinein, die Planning Fallacy, zu Deutsch der Planungsfehlschluss, der einfach besagt, dass wir alle extrem schlecht darin sind, die Zeit einzuschätzen, die wir für eine Aufgabe brauchen. Also in vielen Studien konnte gezeigt werden, dass wir eigentlich alle bei den allermeisten Aufgaben immer unterschätzen, wie viel Zeit wir dafür brauchen. Und dadurch denken wir dann, ach komm, dieses Thema, so lange werden wir das schon da nicht für brauchen. Das können wir auch noch morgen oder nächste Woche lernen. Wenn wir aber eben dieses Thema in mehrere kleine Untereinheiten einteilen, dann kann man die Zeit dafür besser einschätzen, hat einen besseren Überblick dafür. Und dadurch tendieren wir dann weniger dazu, das für unser morgiges Ich aufzuheben und können schon die ersten Sachen heute beginnen. Und ein ganz wichtiger Punkt, der auch schon in der originalen Technik enthalten ist, ist, dass wir das Thema, mit dem wir uns jetzt beschäftigen wollen, wirklich aufschreiben. Damals auf ein Stück Papier, heute vielleicht auch im Laptop, aber dass wir wirklich definieren, schriftlich, mit was wir uns beschäftigen wollen, dann ist das nicht so schwammig im Kopf und man springt alle paar Minuten hin und her, sondern weiß wirklich ganz genau, womit man sich in dieser Zeit beschäftigt.
Der zweite Schritt, sich einen Timer zu stellen und damit eine Zeitbegrenzung für die Aufgabe zu setzen, der wird auch Timeboxing genannt. Letztendlich nutzt man damit einfach das Parkinson'sche Gesetz, dass man viel effektiver ist, wenn man eine Deadline hat. Das kennt ihr bestimmt auch. Wenn man eine natürliche Deadline hat, morgen eine Abgabe, dann schafft man es am Tag vorher, das noch alles fertigzustellen in der Regel. Und so kann man sich die Deadlines einfach künstlich im Kleinen setzen. Über das Parkinson'sche Gesetz habe ich auch schon ein ganzes Video gemacht. Das verlinke ich euch hier. Gute Sache. Tipps für den Timer, wenn ihr dafür keine Tomate verwenden wollt. Ihr könnt natürlich einfach den Timer auf euren Handy verwenden. Das ist aber in meiner Erfahrung eine total blöde Idee, weil jedes Mal, wenn der klingelt oder vibriert und man den dann ausstellen muss, dann hat man automatisch sein Handy in der Hand und sieht die ganzen Benachrichtigungen aufploppen und dann ist es super schwer und braucht viel Willenskraft, um sich davon nicht ablenken zu lassen und nicht in seiner Pause genau das zu machen, was man nicht machen soll. Da gibt es andere, deutlich bessere Optionen. Für zu Hause habe ich so einen extra digitalen Timer für ein paar Euro auf Amazon gekauft. Das funktioniert ganz gut, kann man natürlich schlecht in der Bibliothek klingeln lassen. Wenn man sein Handy nehmen will, gibt es verschiedene Apps. Eine App, die wirklich cool ist, ist Forest, sowohl für iPhone als auch für Android. Bei der kann man die Zeit für so eine Pomodoro-Einheit flexibel einstellen und das Ganze dann starten und dann wächst in der Zeit ein Baum. Und wenn man es geschafft hat, die ganze Zeit durchzuhalten, dann wird der Baum gepflanzt und irgendwann kann man sich auf seinem Handy damit einen richtigen Wald erstellen. Und man kann dabei einen Fokusmodus aktivieren, sodass, wenn man das Ganze abbricht und während der Zeit irgendwas anderes an seinem Handy macht, der Baum abstirbt. Fürs iPhone kostet die App allerdings 3,99 € und bei Android gibt es zwar eine kostenlose Version, die aber super nervige Werbung hat, also da lohnt sich das Upgrade zur Premium-Version. Aber die ist echt cool gemacht und einen Blick wert. Und da ich aber super viel am Laptop mache, ist der Timer, den ich sogar meist benutze, da eine ganz kleine, simple, kostenlose App. Die heißt Horo, ist allerdings nur für MacBook, für Windows gibt es aber bestimmt was Ähnliches und die kommt dann einfach als kleiner Timer in die Menüleiste. Man kann draufklicken, die Minutenanzahl eingeben, auf Enter drücken und dann zählt sie da sichtbar für einen runter, sodass man auch immer sieht, wie viel Zeit man quasi noch übrig hat. Was man aber auf jeden Fall diskutieren und upgraden kann, ist die Länge dieser Timebox. 25 Minuten sind bei der Pomodoro-Technik quasi gesetzlich festgeschrieben von Francesco Cirillo. Das gucken wir uns zusammen mit der Länge der Pausen gleich bei Punkt 5 noch einmal an. Beim dritten Punkt, 25 Minuten oder wie lange auch immer, konzentriert zu arbeiten, geht es einfach um eine Sache und zwar Ablenkung zu vermeiden. Und zwar innere und äußere Ablenkung. Das ist entscheidend, dafür sollte man unbedingt die Bedingungen optimieren. Das heißt, es sollten alle Benachrichtigungen ausgestellt werden auf dem Laptop, auf dem Handy. Das Handy sollte auf lautlos und am besten auch die Vibration aus sein. So lassen sich Ablenkungen schon mal gut reduzieren, aber in unserer Welt und auch mit unserem sprunghaften Gehirn ist es unvermeidbar, dass trotzdem irgendwelche Ablenkungen auftreten. Und dann ist es wichtig, diese möglichst aufzuschieben auf später und davon nicht die aktuelle fokussierte Lerneinheit unterbrechen zu lassen. Das heißt, wenn einen Leute unterbrechen, dann einfach denen sagen, ja, in einer Viertelstunde zum Beispiel habe ich Pause, dann kann ich mich damit beschäftigen. Aber wenn einem auf einmal im eigenen Gehirn irgendein Gedanke kommt, irgendwas, was man nicht vergessen darf zu erledigen, dann ist die Lösung darauf vorbereitet zu sein und auf dem Zettel oder auf seinem Laptop einfach ganz schnell das als Notiz niederzuschreiben und dann erst, wenn man mit dem Lernblock fertig ist, wenn der Timer geklingelt hat, sich das wieder anzugucken und dann zu entscheiden, ob man das direkt macht oder ob man das zum Beispiel auf seine To-Do-Liste setzt für später, aber halt nicht diese konzentrierte Lernphase davon unterbrechen zu lassen. Der Hintergrund, warum das so wichtig ist und warum das funktioniert, ist natürlich, dass unser Gehirn eine gewisse Zeit braucht, sich auf ein Thema einzulassen und sich wirklich auf etwas zu fokussieren und konzentrieren und bestenfalls sogar in so einen Flow-Zustand zu kommen und dass jede Unterbrechung uns da wieder rauskicken kann und es dann wieder Minuten dauern kann, bis wir in diesen Zustand hineinkommen. Und allein schon die Tatsache, Zeitdruck durch ein Zeitlimit zu haben, kann unsere Konzentration ganz wesentlich verbessern. In einer ganz spannenden Studie haben 73% der Studenten irrelevant irgendwas online gesurft während einer Aufgabe, die sie eigentlich zu erledigen hatten. Und wenn sie Zeitdruck hatten, dann hat sich das deutlich reduziert. Und was macht man eigentlich, wenn man doch früher als diese 25 Minuten fertig ist mit dem Thema oder nach 25 Minuten noch nicht fertig ist und noch mehr Zeit dafür braucht? Nach den Regeln von Francesco Cirillo muss man sich zwingend unbedingt an diese 25 Minuten halten. Das habe ich in meiner Erfahrung nicht als praktikabel empfunden. Man sollte natürlich wirklich versuchen, sich an diesen Timer zu halten. Dafür hat man ja eine Deadline. Wenn eine Deadline nicht ernst genommen wird, dann macht es ja auch keinen Sinn. Aber auf die Minute genau zu schätzen, wie lange man für etwas braucht, das ist wirklich nicht so simpel. Und wenn man jetzt doch schneller fertig sein sollte, dann ist ein Tipp von mir, die in den Studien absolut beste Lernmethode anzuwenden, nämlich das aktive Erinnern. Also letztendlich kurz zusammengefasst, man deckt das ab, was man gerade gelernt, gerade gelesen hat und versucht aus seiner eigenen Erinnerung das nochmal für sich selber wiederzugeben. Dazu verlinke ich euch auch nochmal ein Video, wenn ich dazu eins gemacht habe. Kommt hoffentlich bald. Und wenn man doch länger braucht, naja, wenn man gerade dabei ist und nur noch ein paar Minuten braucht, um mit dem Thema fertig zu werden, dann macht das, denke ich, Sinn, das dann auch einfach noch anzuschließen und dann erst die Pause zu machen, aber dadurch nicht die Pause wegzustreichen, sondern die dann hinten anzuhängen. Und wenn man merkt, dass man sich völlig verschätzt hat und nochmal einen ganzen Pomodoro-Block vielleicht dafür braucht, dann würde ich das wieder einschieben. Muss man natürlich gucken, dass einem das nicht zu oft geschieht. Aber wenn das einmal so ist, dann macht das natürlich auch keinen Sinn, zwanghaft an der Stelle mit dem Thema aufzuhören und das sich dann auch nie wieder weiter anzugucken, nur weil das die Pomodoro-Zeitgrenze überschritten hat.
Der vierte Punkt, Pausen zu nehmen, ist ganz entscheidend. Als Menschen sind wir eben keine Maschinen und funktionieren nicht durchgehend auf dem maximalen Level von Wachheit und von Konzentration, egal wie doll wir uns anstrengen, sondern wir brauchen zwischendurch Pausen, in denen wir uns erholen können und dann kann man erst wieder auf dem hohen Level funktionieren. Das zeigen auch die Studien ganz eindeutig. Es macht keinen Sinn, sich da irgendwie mit Stress oder mit Kaffee einfach nur die ganze Zeit durchzuballern und sich die Illusion zu geben, man könnte die ganze Zeit super konzentriert durcharbeiten, sondern wenn wir kleine Pausen einbauen, dann sind wir letztendlich viel effektiver, als wenn wir das nicht gemacht hätten. Selbst kürzeste Pausen oder Ablenkung für nur ein paar Sekunden können nach einer Studie in dem Journal Cognition von 2011 sogar schon dazu führen, dass man letztendlich konzentrierter und im Gesamtergebnis effektiver ist. Aber so eine etwas längere Pausenzeit von etwa 5 Minuten, wie auch in der Pomodoro-Technik vorgeschlagen, die funktioniert darin tatsächlich noch besser. Super wichtig ist dafür nur, dass man diese Pause auch tatsächlich sinnvoll nutzt. Das Schlechteste, was man machen kann, ist an seinem Platz sitzen bleiben, sein Handy rausholen und 5 Minuten auf dem Handy rumscrollen und dann wieder weitermachen. In einer Studie von 2019 waren die, die die Pause am Handy verbracht haben, bei dem anschließenden Arbeitsblock sogar langsamer und schlechter als die, die einfach am Laptop geblieben sind. Also ganz schlechte Idee. Am besten ist es stattdessen irgendwas zu machen, wobei man aufsteht und sich nicht mit dem Handy beschäftigt. Das Aufstehen ist allein schon super, weil das ganze Sitzen einfach nicht besonders gesund ist. Zu lange Sitzen am Stück verkürzt tatsächlich die Lebenserwartung deutlich, erhöht das Demenzrisiko, hebt den Nutzen von Fitnesstraining wieder auf und allerhand andere schlechte Sachen. Also es ist eine super Idee, einfach die Pause zu nutzen, um sich einmal zu bewegen und um das auszugleichen. Und es gibt in unserem Gehirn einen spannenden Effekt, den ich von Professor Andrew Huberman von der Stanford University gelernt habe. Und zwar, dass sich das Konzentrationsvermögen in unserem Gehirn deutlich erhöht, wenn wir auf einen relativ nahegelegenen und relativ kleinen Bereich fokussieren. Also zum Beispiel, wenn ich in einem Buch lese und da einfach in normaler Distanz auf einer Seite fokussiere, dann führt das dazu, dass sowohl die Linsen der Augen akkommodieren, also wirklich auf diesen Bereich scharf stellen und dass alles, was weiter peripher davon ist, weitgehend verschwindet aus dem Blickfeld. Und außerdem kommt es zu einer Konvergenzreaktion der beiden Augen. Wenn wir weit entfernt gucken, dann gucken die Augen ziemlich parallel. Aber wenn wir auf einen Punkt gucken, der etwas näher bei uns dran ist, dann fangen wir irgendwann an, sozusagen zu schielen. Und diese beiden Effekte haben durch die Verschaltung im Gehirn einfach den Nebeneffekt, dass die Konzentration deutlich steigt. Aber sowohl Konvergenz als auch Akkommodation sind relativ anstrengend. Die kleinen Muskeln im und außerhalb des Auges, die erschöpfen sich da irgendwann. Das heißt, auch für die braucht man irgendwann eine Pause, um sich erholen zu können. Und die kriegt man einfach dadurch, wenn man nicht mehr auf einen so nahen Punkt guckt, also zum Beispiel auch nicht auf sein Handy, sondern seinen Blick weitet für den ganzen Raum, wie das automatisch zum Beispiel beim Spazierengehen passiert, aber auch wenn man sich mit jemandem unterhält und dabei in der Gegend herumguckt. Ich verlinke euch übrigens den Podcast-Ausschnitt von dem Professor Huberman und auch die ganzen Studien, die ich bisher erwähnt habe, unten in der Videobeschreibung, falls ihr tatsächlich Interesse habt, da weiter nachzugucken. Und damit kommen wir zum letzten Punkt 5 der Pomodoro-Technik. Und wenn ihr darauf gewartet habt, hier gibt es, wie ich finde, nochmal das richtige Upgrade zu Pomodoro 2.0. In der originalen Methode sollen wir ja nach 4 solchen Pomodoro-Einheiten eine längere Pause von zum Beispiel 30 Minuten machen. Das ist von der Idee schon ziemlich gut, das hat sich der Francesco damals ganz gut ausgedacht. Aber das lässt sich mit neurowissenschaftlichen Erkenntnissen zeitlich nochmal deutlich optimieren. Und zwar, indem wir einen ultradianen Rhythmus berücksichtigen. Den zirkadianen Rhythmus, den habt ihr bestimmt schon mal gehört, das kommt von circa und von dies, also Tag, circa einen Tag. Das heißt, wir haben diesen Tag-Nacht-Rhythmus, einfach von der Zeit, wo die Erde einmal um die Sonne geht. Aber es gibt auch viele ultradiane Rhythmen, also Rhythmen, die weniger als 24 Stunden dauern und sich innerhalb dieser 24 Stunden mehrfach wiederholen. Am bekanntesten und am besten erforscht ist das von den Schlafzyklen, das habt ihr bestimmt schon mal gehört, dass wir durch verschiedene Phasen von Leichtschlaf, Tiefschlaf und dem REM-Schlaf, den Rapid Eye Movement Schlaf, in dem man auch träumt, gehen und dass diese Phasen insgesamt immer etwa 90 Minuten dauern. Inzwischen weisen viele Studien darauf hin, dass es diesen 90-minütigen Rhythmus, wenn auch weniger ausgeprägt, nicht nur in der Nacht, sondern auch am Tag gibt. Und am Tag bedeutet das, dass wir Phasen von maximal etwa 90 Minuten haben, in denen wir wirklich konzentriert und wirklich wach sein können und dass dann zwangsläufig darauf eine Phase folgt, in der wir ein bisschen erschöpft sind und in der wir uns erholen müssen. Und wenn wir uns dann erholt haben, in vielleicht etwa 20 oder 30 Minuten, diese Zeiten sind alle ein bisschen flexibel, das ist nicht auf die Minute genau festgesteckt, dann haben wir wieder so eine Phase von etwa 90 Minuten, in der man sich deutlich besser konzentrieren kann und in der man deutlich wacher ist. Was wir aber häufig machen, wenn wir merken, dass die Wachheit und die Konzentration gerade abfällt, ist, dass wir nicht erkennen, dass das eine kurze, nötige Pause ist, damit wir danach wieder richtig fresh und fit sind, sondern dass uns das irgendwie ärgert und dass wir versuchen, da durchzupowern und da irgendwie drüber wegzubügeln, zum Beispiel mit Kaffee oder auch einfach, indem wir uns selber Stress und Druck machen und schön unsere eigenen Stresshormone, schön Cortisol
Cortisol und Adrenalin nutzen, um irgendwie zu versuchen, fit zu bleiben. Das funktioniert natürlich auch einigermaßen, aber das ist zum einen weniger gesund, weniger erholsam und letztendlich am Ende auch weniger effektiv, als wenn wir uns diese kurze Pause zum richtigen Zeitpunkt gönnen und danach wieder bis zu 90 Minuten wirklich konzentrierte Arbeitszeit haben. Und da können wir die Pomodoro-Technik nochmal deutlich optimieren. Eigentlich empfohlen ist ja 4 solche 25 Minuten plus 5 Minuten Pause unter Einheiten zu machen. Da kommen wir insgesamt aber auf 115 Minuten und machen dann erst die längere Pause. Das ist also super optimal. Besser wäre es also, wenn man sich an diese 25 Minuten Einheiten will, dass man von denen 3 macht mit den 5 Minuten Pausen. Dann ist man nach 3 Einheiten davon bei 85 Minuten und kann dann die längere Pause machen. Das passt also sehr gut zu diesem 90-Minuten-Zyklus. Aber noch viel cooler, jetzt wo wir wissen, warum wir Pausen brauchen und in welchen zeitlichen Räumen wir die ungefähr brauchen, kann man sich von diesen starren, blöden 25 Minuten lösen. Die sind nämlich eigentlich für viele Aufgaben ja völlig ungeeignet, nämlich wenn ich irgendwas relativ Komplexes habe, wo ich mich wirklich tief eindenken muss und wo ich wirklich in den Flow kommen muss, dann habe ich das vielleicht nach 15 oder 20 Minuten geschafft und bin dann gerade im Flow. Wenn dann die Tomate klingelt und mich rausreißt, und dann muss ich meine 5 Minuten Pause machen und muss mich dann wieder von vorne eindenken. In so einem Fall kann ich also völlig flexibel zum Beispiel eher einen 45 Minuten Zeitraum nehmen, dann eine kurze Pause machen, dann nochmal 45 Minuten, dann die lange Pause. Dann bin ich etwa bei den 90 Minuten. Oder wenn ich stattdessen ein fieses Thema habe oder einen Tag, an dem es mir super schwerfällt, überhaupt anzufangen, dann kann ich das Ganze auch in die andere Richtung verschieben und sage, okay, ich fange einfach erstmal nur 5 Minuten an. 5 Minuten schafft man immer, sich an irgendwas zu setzen. Und dann gucke ich danach, wenn ich so langsam reinkomme, wie ich die Zeit mir weiter einteilen muss. Und damit kennt ihr die Pomodoro-Technik, wisst, warum sie funktioniert und wie man sie verbessern könnte. Und wie bei allem, man muss nicht zu strikt und zu stringent damit sein. Jeder hat unterschiedliche Lernbedürfnisse, unterschiedliche Lerntagesformen. Das heißt, wenn es euch hilft, dann nutzt es, passt es so an, wie es gut für euch ist. Und wenn ihr mal keinen Bock drauf habt oder wenn es euch mal nervt, dann nutzt es halt nicht. Aber ich glaube, an vielen Tagen kann es eine große Hilfe sein. Und die Magie der Deadlines, die wir uns mit den Pomodoro-Timer setzen, warum die so gut funktionieren, das erklärt sich mit dem Parkinson'schen Gesetz. Wenn ihr das noch nicht kennt, dann könnt ihr hier auf dem Video dazu mehr gucken. So oder so, viel Spaß beim Lernen und bis in einem der nächsten Videos. Ciao.